Vorsicht! Schwarz. Ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht! Schwarz. Wild. Liebe Petra, wir wollen uns heute unterhalten über Träume. Und es ist ja schon ein Traum, dass wir heute wieder zusammen hier sitzen. Ich find's traumhaft. Ist das ein Anfang? Willi, ja, wie lange hast du daran gebastelt? Habe ich heute im Traum, im Halbschlaftraum, es gibt nämlich verschiedene Schlafphasen, aber da kommen wir vielleicht noch darauf. Der Traum sagte mir, dass ich doch so anfangen könnte. Mhm. Und als ich heute früh erwachte, habe ich mich an diesen Traum überhaupt noch erinnert, was ja auch selten so ist. Natürlich habe ich das auch noch ein bisschen vor dem Spiegel geübt, aber das mache ich ja immer, ist ja mein Beruf. Wir üben immer vor dem Spiegel. Falls Sie mal wissen wollen, wie Sie Schauspieler werden, Sie gehen vor den Spiegel, versuchen schon die Sätze zu sagen und so nehmen Sie die dann mit auf Arbeit. Können Sie aber auch in jedem anderen Job so machen, finde ich. Willi, welche Pille hast du heute genommen? Gar keine, ich komme aus dem Urlaub, deswegen. Deshalb. Fahren Sie doch mal wieder in Urlaub und dann sind Sie so gut drauf wie ich und haben tolle Träume. War der ein Traum, der Urlaub? Der Urlaub war ein Traum. Obwohl immer am Anfang habe ich erstmal diese Aufarbeitungsträume. Entweder bringe ich meine ganze Familie um oder habe Träume, dass ich was vergessen habe. Text vergessen ist ja sowieso der alte Schauspielertraum und sowas. Man ist schon das Trauma, oder? Das Trauma, weil alle wissen Bescheid und ich sage, kannst du mir mal dein Textbuch geben? Und dann sagt er mir im Traum, nein, nimm doch dein eigenes. Dann denke ich immer, aber ich habe gar keins und ich bin aber jetzt gleich dran, was soll ich denn machen? Träume heißt ja nicht, dass es immer etwas Tolles ist, sondern Träume bedeutet ja auch, es gibt Angstträume zum Beispiel, es gibt natürlich schöne Träume, dass man sagt, du siehst aber heute wieder traumhaft aus, was auch original so ist. Ich kann das mal sagen, ihr könnt uns ja nur hören, aber Petra hat sich heute was Traumhaftes angezogen. Ja, ist so. Und hat einen schiefen Mund, weil die war heute 2 Stunden beim Zahnarzt. Aber Willi ist natürlich ein Charmeur, ist klar. Also egal, wie man aussieht, er wird es so sagen. Nein, wenn ich was ernst meine, sage ich das so. Und deswegen habe ich das jetzt so gesagt mit dem Charmeur. Okay. Piep. Machen wir einfach raus. Ja, naja, das ist ja spannend mit den verschiedenen Träumen. Du, als du das eben gerade sagtest mit dem Text vergessen, ich habe seit Jahrzehnten folgenden Albtraum. Ich war ja mal Flötistin und sollte mal professioneller auch werden, also richtig Musikerin, wollte das auch mein ganzes Schulleben lang. Bin jeden Tag in die Musikschule und war auch relativ gut und konnte auch Klavier ganz gut und so. Und der Albtraum bis heute ist, dass ich, sagen wir mal, in circa 10 Minuten ein Konzert gebe. Ich kann aber gar nicht mehr Flöte spielen. Und dann in den 10 Minuten musst du noch circa 10 bis 20 Sachen erledigen, die, sagen wir mal, einen Zeitraum von einem Monat umfassen. Das musst du aber alles in den 10 Minuten machen. Und dann musst du ja auch noch wieder Flöte lernen. Und du musst die Noten finden. Das fiel mir deswegen jetzt ein, weil ich war ja so ein typischer Nach-Noten-Spielerin. Es ist wirklich ein Albtraum vor dem Herrn, dass ich jetzt gleich auf die Bühne muss und überhaupt gar nicht mehr spielen kann. Und da kann ich dir jetzt was Medizinisches sagen, das nennt man die Versagensängste und Träume. Also du hast eine Versagensangst und das träumst du. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel immer, ich muss mein Abitur nachholen. Und dann denke ich aber im Traum, ich hab's doch schon. Und dann sagen die, nein, das gilt jetzt nicht mehr, du musst das nochmal nachholen. Und ihr lieben jungen Zuhörer, ich muss euch nochmal sagen, bei meinem Abitur war es so, ich konnte nicht irgendwelche Fächer abwählen. Nein, gerade in denen, die ich hätte gerne abgewählt, wurde ich natürlich nochmal geprüft. Und deswegen habe ich jetzt diese dämlichen Träume. Diese Versagensangst, aber das kann ja auch was ganz anderes sein. Also du kannst im normalen Leben ja mit was ganz anderem nicht zurechtkommen, aber da wird im Traum dir dann das Abitur wieder vorgespielt. Aber Willi, im richtigen Leben bin ich wirklich kein Mensch, der Versagensängste hat. Oder ich habe die nur unterbewusst und sie sind mir nicht bewusst. Das wollte ich gerade sagen. Mir ist es doch suspekt, wenn du sagst, ich habe keine Ängste. Also keine Versagensängste. Das heißt, du hast gelernt, sie wegzudrücken. Das ist doch toll. So wie wir zum Beispiel auch durch viel Fliegen Flugangst wegdrücken können. Irgendwann kommt es vielleicht sogar wieder hoch. Und dann sitzt du in so einem Flieger, hast plötzlich diesen merkwürdigen Panikanfall. Wer sowas schon mal hatte, weiß, wovon ich spreche. Und denkst, was mache ich denn jetzt damit? Weil alle halten dich ja für blöd. Die gucken einfach hoch aus der 7a oder B und sagen, wieso, was soll denn hier abstürzen? Na und wenn, kann man ohnehin nichts tun? Das ist was ganz Schlimmes, wenn du in Panik bist, wenn du jemandem sagst, ach, bleiben Sie ruhig in der Panik, man kann eh nichts tun.
Du, dann sterben wir halt. Ist doch super. Nee, Petra, wie lange hast du eigentlich als Stewardess gearbeitet? Oder wann hast du diesen Beruf aufgegeben? Du, ich habe noch nie im Leben Flugangst gehabt. Mhm. So wie ich auch das Gefühl habe, dass ich überhaupt wenig Ängste habe. Also, ich kenne noch einen anderen Traum, der auch übrigens mit Höhe zu tun hat. Mhm. Kennst du das? Du bist auf einer Schräge. Das ist meistens ein Dach, so in der vagen Vorstellung. Und du rutschst so langsam runter und hast irgendwie nichts, wo du dich festhältst. Und das Gefühl, dass das Stunden dauert und immer kurz vorm Abgrund. Vielleicht habe ich ja doch Ängste, könnte ja sein. Petra, du hast ganz viele Ängste. Du drückst sie weg. Man kann sich aber seinen Ängsten ja auch stellen, aber das musst du im Wachzustand machen. Ansonsten sind ja solche Träume aber auch teilweise da, dass man sich, jetzt kommen wir doch mal zu der schönen Seite der Träume, dass man sich in etwas hineinträumt. Also Wunschträume. Was ich ja habe, deswegen bin ich dann wahrscheinlich später auch Schauspieler geworden, ich habe Tagträume, das heißt Wachträume. Ich bin in einer Situation und dann schalte ich all das Böse ringsrum aus. Das ist in meinem Beruf sehr vorteilhaft. Mhm. Die lieben Kollegen, zack, zack, zack. Also drei habe ich dann schon ausgeschaltet. Und dann mache ich mein Ding, einfach für mich. Und zwar auch, wenn es ein kleines Lob gibt, dann sehe ich mich dann schon mal auf einem Thron sitzen und alle klatschen. Das gibt mir mein Kopf vor und ich finde das dann auch sehr angenehm. Ich finde solche Tagträume, dass man den Moment, den man gerade erlebt, du sitzt irgendwo vielleicht am Meer, trinkst diese wunderbare Tasse Kaffee oder es kann auch ein Aperol Spritz sein, wahrscheinlich, entschuldige, mit dem Kaffee, das streichen wir, Aperol Spritz oder den Hugo, dass du überlegst, wie könnte diese Szene eigentlich weitergehen. Aber du bist bei Bewusstsein bei dem Tagtraum, oder nicht? Nee, die Leute schlagen mich immer bewusstlos, weil die sagen immer, der spinnt. Manchmal werde ich auch in so einer merkwürdigen Jacke oder in Handschellen abgeführt. Aber Petra, was soll's? Nein, also ich bin bei Bewusstsein. Natürlich bin ich bei Bewusstsein. Mhm. Das ist ja das Schöne, dass du im vollen Bewusstsein für dich eine Geschichte einfach weiter ausschmückst, wie ein gutes Buch, wo man sagt, ach, ist das schön, dass jetzt gerade noch diese Ebene dazu kommt und noch eine andere Ebene. Warum sagt man da eigentlich Tagtraum dazu? Man träumt doch nicht wirklich, weil Traum, ich lese ja auch immer nach, ne, heißt ja Erleben während des Schlafes. So ist Traum definiert. Petra, mir kommen viele Mitbürger so vor, als ob sie die ganze Zeit schlafen. Also von der Aufmerksamkeitsspanne. Ja, Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu hyper und aktiv und was nicht alles. Da gibt es ja heute so neue medizinische Abhandlungen, warum man so ist, wie man ist. Aber ich denke, wir sind alle für uns selbst verantwortlich. Dahinter sollte man sich nicht verstecken, sondern ja, natürlich kannst du am Tag weiter träumen. Wenn du in einem leeren Stadion zum Beispiel sitzt und stellst dir vor, dass du jetzt da gerade einläufst als der Fußballer und alle jubeln und ich finde das irgendwie toll, dass das kann man doch einmal so durchdenken, oder nicht? Du meinst nicht, das hat was mit deinem Dasein als Schauspieler zu tun? Also vielleicht bin ich zu rational für sowas. Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Da geht's ja los. Wenn du so rational bist, hast gar keine Ängste. Wie willst du denn schön träumen? Weißt du, mit wem du es zu tun hast, so langsam? Petra, ach Mensch, wollen wir mal eine Schlaftherapie machen? Lass uns doch einfach hinlegen, wir machen jetzt einfach mal 10 Minuten Pause, Entschuldigung. Vielleicht schläft sie ja gleich ein. Weißt du, was ich gut kann? Was? Apropos Schlafen, ich kann dieses berühmte Powernapping. Ich lege mich hin, mache 10 Minuten die Augen zu, tauche einmal tief ab, habe übrigens in dieser kurzen Zeit Träume und stehe danach wieder auf und kann Bäume ausreißen. Kannst du das? Nein, kann ich leider nicht. Habe ich versucht. Manchmal hat man ja, dass man so sagt, okay, wir haben jetzt so 2-3 Stunden Zeit und abends müssen wir dann wieder aktiv und da sein. Geht bei mir gar nicht. Dann kommen ja meine Tagträume dazu. Du weißt, ich wäre ja mit Palmenwedeln irgendwo durchgetragen. Wir hatten ja gerade die schönen Tagträume vom Herrn Wild. Wir wollen uns jetzt nicht über unsere Schlafrhythmen unterhalten, aber manchmal denke ich ja, dass ich gar nicht in den Tiefschlaf komme, weil es ist ja auch nachgewiesen, dass im Tiefschlaf wir gar nicht träumen, so ist es, sondern dass das erst in der späteren Phase ist. In der REM-Phase. Das ist die letzte Phase eines Schlafzyklus. Toll. REM.
drei große Buchstaben. Also Petra, du bist so schlau. Es kurz ist vorher ein Traum. Kurz vorher gelesen, im Brustton der Überzeugung vorgetragen. Toll. So läuft das. Naja, das ist wohl, weil man dann schon so zwischen eben Schlaf und Wachsein ist. So ungefähr wird das beschrieben. Okay. Weiß nicht, ob du Lust darauf hast. Sexuelle Träume, hast du denn die auch? Oder ist dir das zu romantisch? Ich kann mich nicht erinnern. Gut. Ich habe die teilweise als Tagtraum sogar, aber ich wollte nicht darüber reden. Ja? Willi, du bist einfach gut 10 Jahre jünger als ich. Ja, da hat man am Tag dann noch Fantasie. Gut, okay. Obwohl das eher Fantasie, das ist dann kein Traum. Ne? Sowas gibt schon, klar. Das Ding ist ja, dass die Frage ist, ob man sich wirklich an die Träume erinnert. Also wenn man so nachliest, man träumt wohl jede Nacht, in der Regel zumindest, und kann sich aber an die wenigsten Träume erinnern. Und ich weiß noch, als wir gesagt haben, wir machen den Podcast über Träume, hatte ich was geträumt, also in der Nacht davor. Ja. Und habe gedacht, ja, und ich weiß es sogar noch, ich muss es aufschreiben. Und als ich es aufschreiben wollte, war es weg. Aber du hast es tagsüber vergessen. Ja, natürlich. Petra, das ist ein anderes Problem. Du hast es ja früh noch gewusst. Über dieses Thema werden wir in einem anderen Podcast sprechen. Warum Petra... Nicht immer auf das Schlimme. Warum Petra immer alles vergisst. Aber was ja irre ist, also wir gehen jetzt mal von einem sexuellen Traum aus. Okay, erzähl. Den möchte ich dir gar nicht erzählen, sondern ich will ja nur sagen, wusstest du eigentlich, das habe ich jetzt auch mal nachgelesen, weil ich mich ja langsam bilde hier, muss ja mit dir mithalten, dass wir jede Person im Traum sind. Wenn du denkst, was war denn das Komische, was da jetzt gerade bei mir war, das bist auch du gewesen. Mhm. Was soll uns das sagen? Schizophrenie? Ich weiß es auch nicht. Also ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Es gibt Traumdeutungsbücher. Mhm. Und ich habe mir mal eins gekauft. Aha. Und die bringen einen aber auch nicht so viel weiter. Das ist wie, wir hatten das ja schon mal, das Blei- oder Wachsgießen zu Silvester. Ja, genau. Da steht also, Sie haben von Geld geträumt, bald werden Sie viel Geld verdienen. Na, das da klingt ja nach mir, Horoskop. Also entweder wird mich meine Agentur gleich anrufen, vielleicht geht's ja jetzt mit der großen Serie wieder weiter. Ich weiß nicht, also das Traumdeutungsbuch hat mich nicht vorangebracht. Mhm. Was ich aber wirklich bedenkenswert finde, ist, dass wir jede Person im Traum selber sind. Das ist spannend, stimmt. Wir schlüpfen dann in diese Rolle, oder wie ist das zu verstehen? Ich denke, dass der Traum uns von verschiedenen Seiten widerspiegelt. Mhm. Denn ich meine, wir träumen ja dann auch den Partner oder die Partnerin, also das träumst du ja alles. Das heißt aber, es ist ja dein Wunschtraum. Das ist ja wie, wenn Männer Unterwäsche einkaufen gehen für ihre Liebste und die Verkäuferin fragt dann, welche Größe hat sie denn? Na, die sieht so aus wie sie. Was natürlich nicht stimmt. Und dann gibt's wieder die zu kleine Unterwäsche zum Geburtstag. Ja. Also, das heißt, wir haben Wunschträume ja auch am Tag. Das ist doch mal ein typischer Tag, Wunschtraum von einem Mann. Unterwäsche oder von, der Frau. Von manchen Männern, ja. Ah, da kann ich nicht mitreden. Und unsere Unterwäsche interessiert dich nicht? Überhaupt nicht. Siehst du? Du bist manchmal so. Ja, fürchterlich. Irgendwie. Fürchterlich. Aber, nun gut. Gut, Petra. Ja, Willi, weißt du, mit zunehmender Reife beschäftigt man sich mit anderen Dingen. Gut, dann lass uns doch vielleicht in die klassische Musik gehen. Schumann zum Beispiel, ein Lieblingskomponist von mir, hat ja auch die Träumerei geschrieben. Mhm. Das heißt also, dieses Thema ist ja auch in der Musik verankert. Also Träume haben doch Menschen schon immer getrieben oder warum haben wir plötzlich versucht, andere Kontinente und so, da muss doch vorher nicht nur der Wunsch, sondern auch der Traum, dass das überhaupt geht. Na, auf alle Fälle, wenn man mal so nachliest, wir beschäftigen uns im Traum damit, was uns im Alltag, also am Tag bei Bewusstsein oder auch nachts, wenn wir bei Bewusstsein sind, beschäftigt. Also wir verarbeiten viel im Traum, habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen. Und das ist übrigens gut, wenn man das macht. Also insofern ist viel Träumen wohl gut und gesund, insbesondere fürs Hirn. Je mehr man träumt, wobei wir wissen es ja nicht genau. Also Wissenschaftler haben wohl auch herausgefunden, das Wenigste, was wir träumen, wissen wir wirklich. Heißt das, wenn ich jetzt träume, weiß ich mehr?
Wir können unsere Träume so selten wirklich erinnern. Gut, aber das heißt ja auch, dass wir im Traum Sachen wieder aufarbeiten, die sich bei uns im Unterbewusstsein festgesetzt. Das heißt, sie sind durchs Auge reingegangen, das haben wir gar nicht wahrgenommen. Ja. Aber im Unterbewusstsein haben die so einen Aufmerksamkeitsmoment entwickelt, dass wir dann davon träumen. Und dann kommt noch hinzu, das, was wir erlebt haben, wird verarbeitet und dann verknüpfen wir noch neue Informationen mit diesem, was wir da erlebt haben. Also irgendwie, es muss eine Wahnsinnswelt sein, die da passiert. Es ist wohl auch lange nicht alles aufgearbeitet von der Wissenschaft, was da bei dem Menschen passiert, wenn er träumt. Ja, verrückt. Gut, wenn sich alle nicht dran erinnern können, genau. Ist das ja auch schwierig. Dann würde ich als Arzt durchdrehen, als Traumdeuterarzt. Ja. Gibt's das? Traumdeuterarzt? Keine Ahnung. Das wäre toll. Könntest du ja das in deinem nächsten Leben. Nee, wieso? Das mache ich noch in diesem. Ich verstehe. Denn wir wissen alle nicht, ob wir noch eins haben. Das stimmt. Also ich gehe ja davon aus, dass wir keins haben. Na dann kannst jetzt. Du mir doch jetzt nicht sagen, ich soll es in meinem nächsten. Wie bist du denn drauf? Also du sagst mir. Du verwirrst mich ja mit deinen Sexualträumen und sonstigen Dingen. Das sind wir doch schon weg. Ja, aber es beschäftigt mich nach wie vor. Und wahrscheinlich träume ich heute Nacht davon. Wir sind schon wieder bei deiner Vergesslichkeit. Also ein Thema, was dir doch angenehm sein könnte. Also das heißt, wir können uns alle nicht erinnern, was wir träumen. Trotz alledem gibt es den Ausspruch, du siehst aber heute wieder traumhaft aus. Stimmt. Hä? Sagen wir, weil wir uns alle nicht erinnern können, wie schön aussieht, sagt man zu jemandem, du siehst aber heute traumhaft aus? Keine Ahnung. Also Traum ist ja ein Qualitätsmerkmal. Ja. Weil du gerade Buch ansprachst, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das Reisebuch, was wir ja bei unserem Urlaubsthema hatten, heißt Traum, Urlaub, aber wie? Traumschiff. Mhm. Ne? Also ganz viel, was eine besondere Qualität, besonders viel Spaß machen soll oder macht, wird mit dem Begriff Traum Ich habe sogar schon mal gehört. Verbunden. Das schmeckt wie ein Träumchen. Wäre jetzt nicht mein... Stimmt. Aber ich du bist gehört. Ein Träumchen, habe ich auch schon gehört. Ja, aber weil ich es dir ständig sage, Petra. Weil du einfach ein Träumchen bist. Du vergisst viel. Und das ist toll. Man kann mit dir immer wieder von Neuem anfangen und sagen, Mensch, Petra, lass uns doch einfach mal wieder darüber unterhalten. Ich fange ja auch gleich an, dich zu diffamieren, ja? Wenn das hier so weitergeht. Du, aber ich habe noch eine Frage. Ja. Schnarchst du? Weiß ich nicht. Doch, ich schnarche und zwar war ich mal in einem Hotel und ich habe im Hotel, weiß nicht, wie es dir da geht, immer Angst, dass die so hellhörig sind. Ich habe ja keine Ängste, also insofern ist mir das wurscht. Du liebst hellhörige Hotels. Ist und mir sagst, egal. Schnarchen Sie ruhig da drüben, alles fein. Ja, ich schlafe ja selber, also insofern. Nee, ich bin in der Nacht aufgewacht und hörte ein Schnarchen. Und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich das die ganze Nacht ertragen. Und beim Einschlafen merkte ich, dass ich das selber bin. Ich wache manchmal vom eigenen Schnarchen auf. Ach so. Und mein Partner behauptet, ich schnarche. Also ich glaube es nicht, weil er schnarcht ja, kannst ja gar nicht hören, wenn ich schnarche. Aber ich frage deshalb, weil es könnte sein, dass du selten oder gar nicht schnarchst, wenn du denn Träume hast. Weil angeblich beim Schnarchen träumt man wohl eher nicht. Aha. Das heißt, Menschen, die ganze Nacht schnarchen, träumen nicht. Wenn die Schlussfolgerung stimmt. Oh Gott, die armen Frauen. Also ihre Männer, die die ganze Nacht durchschnarchen, träumen nicht. Na gut, dann bleiben sie wenigstens bei ihnen, dann sind sie treu. Also dann träumen sie nicht irgendetwas, haben sie keine Wunschträume. Das ist doch eigentlich auch wieder toll. Ach, ist das so, ja? Ja, ja. Das Schnarchen nimmt uns so in Anspruch. Offenbar. Das ist so eine der Aussagen, die ich gelesen habe. Unser Podcast, der bildet ja mich derartig. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, ja. Selbst wenn du behauptest, ich erinnere mich dann nicht mehr dran. Naja. Aber nein, du weißt mehr als ich. Das habe ich ein paar Mal gesagt. Jetzt sind wir endlich wieder auf dem richtigen Weg. Also ja. Petra, hatte ich irgendwas anderes behauptet? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ja, offenbar. Hören Sie die Folge, wann war das, haben wir uns über die Erinnerung unterhalten? Vor kurzem. Sagt die Petra, die sich an alles erinnern kann. Also, wenn ich nicht schnarche, bin ich ein Träumer. Träumer ist ja zum Beispiel, jetzt gut, dass wir bei Träumer sind, das ist ein Schimpfwort. Stimmt. Teilweise. Du Träumer. Weil sie von Menschen umgeben sind, die jetzt nicht träumen können und weil nur die da oben wenig Suppe im Hirn haben und nicht so schön romantisch sind, können die anderen beschimpfen, du bist ein Träumer. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Interessant. Das Wort Traum ist ein besonders positives Qualitätsmerkmal und du Träumer ist eher so was Abwertendes. Aber sehr abwertend. So wie nicht wirklich da sein,
es zu nichts bringen. Tja, hör auf zu träumen, ja, wurde mir als Kind gesagt. Auch so ein Ding. Liebe Eltern, ich muss das leider sagen. Weil meine Eltern merkten natürlich, dass ich als Kind auch schon so ein Tagträumer war. Mm. Aber das war auch, dass ich mich aus einer gewissen Realität meiner Kindheit auch rausträumen wollte. Oder woanders hin träumen wollte. Ich wollte gar nicht da sein. Mm-hmm. Was mir gut gelang. Was mir auch heute noch gut gelingt. Mm-hmm. Also nicht, wenn ich mit dir zusammensitze. Du versuchst mich ja immer wieder zurückzuholen. Aber ansonsten, wenn mir auch etwas unangenehm ist, also ich träume mich regelrecht weg. Naja, es hat auch was Gutes, Willi. Es ordnet nämlich auch Gefühle, der Traum. Ist das so? Mhm. Hast du das dir erlesen? Er ordnet Gefühle. Aber manchmal habe ich so Träume, wenn das dann die neue Ordnung meiner Gefühle sein soll. Gut, vieles haben wir ja auch noch nicht ausprobiert. Vielleicht sollten wir einfach mal weitermachen. Aber echt jetzt? Mhm. Ich glaube, du brauchst Zeit, drüber nachzudenken. Kann das sein? Ja, da hast du mich jetzt ein bisschen sprachlos gemacht. Mhm. Mal sehen, was ich heute Nacht träume. Bisschen Angst habe ich ja. Ich hoffe eigentlich, dass ich schnarche. Vorsicht! Schwarz! Ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht! Schwarz! Wild!